Was geht, Welt? Hier ist Nopi. Pokémon hat schon wieder getan. Mit 24 Stunden Vorlauf sagen sie uns, hey, ihr kriegt Neuigkeiten zu Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass Schneeland der Chroniken. Das muss ich euch wahrscheinlich nicht nochmal sagen, weil davon habt ihr tausend, dazu habt ihr tausend Leute reden hören. Und wir sind jetzt keine 60 Sekunden mehr vor dem Start. Das ist cool. Alles klar. Kommentare sind deaktiviert, steht hierbei. Überrascht mich gar nicht, so wie das immer läuft. Eigentlich wollte ich dann jetzt nochmal so ein paar Pokémon-Tweets durchgehen, also, aber ich traue mich jetzt nicht mehr. Weil wenn ich jetzt den Tab wechsle, dann geht's los, wetten. Und wir sind hier auf Pokémon Deutschland Twitter. Und da sind mir so ein paar Tweets aufgefallen, die finde ich, finde ich schon ein bisschen strange, ein bisschen lustig. Gut, aber dann jetzt nicht. Es geht los. Oh, okay, wir haben noch 2 Minuten. Okay, das bedeutet. Mein Ohr, Alter. Okay, ich drehe den Sound hier nochmal kurz wieder für mich. Das ist der Krakelo-Dezibel hier. Gut, da wir jetzt noch 1,5 Minuten Zeit haben, während hier die Leute sich noch herbegeben, anscheinend. Guck mal, wir haben keinen Chat. Ich bin so glücklich, dass wir keinen Chat haben. Weil einfach immer schrecklich läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Sprachen einen Chat aktiv haben. Ich will ja hoffen, dass nicht, weil es einfach mal so toxischer Mist, der passiert. Na gut, aber dann in der letzten Minute noch. Wir haben hier jetzt den Tweet von heute Mittag oder so. Da sagen sie, seid ihr in Pokémon Schwert und Schild bereits diesem tollen Giga-Dynamax Inferno-Pod begegnet? Erstens ja, finde ich cool. Ich mag dieses Feuerfritt. Aber zweitens, hier, finde heraus wie. Ja? Dann sagen sie dir, okay, alles klar. Geh mal zu GameStop. Und ich denke mir, nee. Nee, ich kann GameStop einfach nicht ab. Also ich verzichte auf das Pferd. Die könnten mir da ein Mew schenken. Die könnten mir ein Shiny Mew schenken, wenn ich zu GameStop gehe. Und ich würde es nicht machen. Ist einfach Trash. Okay. Aber ich wollte jetzt nicht gegen GameStop haten. Ich wollte eigentlich die Tweets durchgehen. ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo dieser Hype um den Inferno-Pod herkommt. Was habe ich denn verpasst? Aber das später. Los geht's. Hello everyone, I'm Ishihara from the Pokémon Company. Für die, die alles nochmal verpasst haben hier, ne? Guck mal, was es Tolles gibt. Ey, die Insel der Rüste. Unsere Tundra! Die Dinger warte ich so lange. Diese Dynamax-Abenteuer da? Wo wir die Nester durchsuchen, oder was? Die will ich die ganze Zeit haben. War übrigens der Selling Point, warum ich mir den Erweiterungspass geholt habe, das Ding mit den Nestern. Damit gebe ich nämlich den Status bekannt. Was? Oh, kriegen wir Duo-Kämpfe in der Arena? Im Stadion? Nehme ich. Also brauche ich ja nicht noch extra nehmen, haben wir. So, what did you think? Oh, yes. Das ist meine Mechanik, ey. Okay, darüber werden jetzt richtig viele ragen, glaube ich. Sehr viele werden dort Hate entgegenstellen, aber ich bin sehr froh, dass die da sind. Ich erkläre euch gleich nochmal, warum. Aber hier frage ich mich auch, was erkunden bedeuten soll. Expansion Passes.
Jawohl, ja. Depending on who you team up with and who you face in battle, you might glimpse new sides of these familiar friends and foes. Ja, werden die noch ein bisschen weiter ausgebaut, die Charaktere? Das finde ich gut. Your new adventures. Start exploring part 2 of the expansion passes, the Crown Tundra, on October 23rd. And to celebrate the release of the Crown Tundra, some special Pikachu are on their way to you. Aber das ist jetzt bestimmt Pokémon Go, wa? To get these special Pikachu for yourself, you'll Nein. need passwords that will soon be revealed in various places. Oh, okay, cool. Das freut mich schon ein bisschen. For your first special Pikachu, Pikachu get? Right now. We have some news about Pokémon Home. Ja, Pokémon Home, bitte. The long-awaited link between Pokemon Go and Pokemon Home is coming. With this link, Pokemon you've caught in Pokemon Dankeschön. Go will be able to set off on an adventure. Ah, wie lange ich darauf, nicht nur ich, ey. Wie ewig wir von darauf gewartet haben, dass wir unsere Pokemon Go Pokemon zu Home bringen können. Ah, okay, gut, das heißt jetzt aber, wir kriegen wahrscheinlich auch ein paar, also ich finde, jetzt verliert Melter nochmal ein bisschen an Bedeutung irgendwie. Kriegen gleich ein Melmetal. wie Power Ranger sieht der denn aus? Aber ich mag die Attacke, die ist cool. Ich mag so flüssiges Silber, immer mega doll. I do have one last announcement for okay, jetzt, okay, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was to kommen kann. To commemorate the release of the Crown Tundra, we've made a special music video for you all. Was, ein Musikvideo? Elektroball, Diktan, Doran, Menki, wie ist das für Bump of Chicken. So, I'll wrap things up for today by inviting you to have a look. Okay, das überrascht mich jetzt wirklich, aber ich glaube, das juckt mich jetzt auch nicht so sehr. Hoffentlich ist es wenigstens gut. Der Kuss hat mit dem Evoli sah richtig eklig aus grad. Aber N ist der Beste. Kein Antagonist bisher, finde ich, kommt an N ran. Wobei Rose schon ziemlich cool ist. Was soll das? Also ich find's cool, es geht ins Ohr. Das klingt gut, aber warum schließen sie damit ab? Ich höre jetzt schon den ganzen Rage von all den Leuten, die sich darüber aufregen, dass gerade ausgerechnet Mew angeflogen gekommen ist oder nicht Celebi oder Arceus oder Victini oder weiß der Geier wer. Ich kann es verstehen, die Leute, die sich über den Kanto-Love aufregen, aber why not? Ich meine, Mew. Mew. Ist das jetzt gerade deren Ernst hier? So, hier. Ich bin auch immer so ein Typ, weißt du, wenn ich im Kino einen Film gucke, ich bleibe auch bis zum Schluss, bis die Credits durch sind. Und die Leute, die das Kino aufräumen müssen, die hassen mich, glaube ich, abgrundtief, aber ja, sorry, da müssen wir durch. cool. War's das jetzt oder kommt noch ein Super Secret Ending? Nein, das war's. Ja, also da gibt's ein paar Dinge. Ich, für meinen Teil, bin echt nicht unzufrieden. Ich fand's cool, was sie uns jetzt gezeigt haben. Ich fand's ein bisschen wenig, aber es liegt daran, dass ich verwöhnt bin, würde ich behaupten. Und jetzt mache ich meinen Stuhl hier kaputt. Wo waren wir? Ich bin verwöhnt. Ja. Aber alles in allem, also das, was sie uns gezeigt haben, war leider nicht viel wirklich Neues. Aber ich bin nicht unzufrieden. Insbesondere, weil wir nicht nochmal 30 Euro berappen müssen oder einen Vollpreistitel kaufen müssen, wo halt die Neuerungen drin sind oder so. Ich bin einfach zufrieden, dass wir haben uns schon um Insel der Rüstung
oder war es die Insel der Entrüstung, wie Dominik es damals so schön genannt hat. Das haben wir uns erholt und damit haben wir unsere Schuldigkeit getan. Jetzt kriegen wir noch die Schneelernen der Chroniken, weshalb ich übrigens eigentlich den Pass geholt habe. Die Insel der Rüstung hat mich nicht annähernd so sehr gejuckt wie die Schneelande der Chroniken. Unter anderem wegen der Dinge, die wir gerade gesehen haben. Zum Beispiel, wo war das? Hier, ah, da, pass auf. Die Doppelkämpfe sind zurück. Und zwar halt richtig. Weißt du, wir haben ein neues Turnier mit Doppelkämpfen. Wie cool ist denn das? Und, Hier diese Interaktion finde ich eben sehr cool auch nochmal, ne? Wir haben hier den Jungen, wie hieß er? Dort? Nein, was hat er gesagt? Ich wollte es. So, pass auf. Dein Wasser ist ein echter Segen für meine Pokémon, sagt er zu Kate. Wie cool ist denn das, dass die Gegner anscheinend, gegen die man kämpft, wahrscheinlich halt auch der eigene Partner, wobei man selber ist ein stummer Protagonist, aber auf jeden Fall, es gibt halt Unterhaltungen zwischen den Charakteren. Wie cool ist das denn? Wir erkennen noch ein bisschen mehr Beziehung zwischen denen. Das hat mir total gefehlt. Ich fand ja immer sehr cool, dass wir diese Freundschaft zwischen Kate und Sunny erkennen im Originalteil. Oder halt dieses Familiending zwischen Nez und Mary. Ja, wobei Mary aber halt auch kein Arena-Leiter ist, aber im NPC-Story, bla bla bla. Und das finde ich ja immer sehr cool. Und dass wir das hier jetzt auch haben in den Turnieren, die eben wieder Spielwert haben, so dass wir immer wieder ein Stück für Stück ein bisschen mehr Interaktion zwischen den Charakteren sehen, das freut mich total. Also ich habe zum Beispiel absolut kein bisschen eine Ahnung, wie zum Beispiel, was zum Beispiel Papella und Roy voneinander halten. Und die Tatsache, dass ich mir jetzt gleich zwei der prominentesten Arena-Leiter rausgesucht habe, glaube ich, zeigt, dass wie unheimlich nötig es ist, dass die Arena-Leiter ein bisschen mehr Wichtigkeit bekommen. Und das finde ich sehr cool, dass es in diesem Doppelturnier, das hier jetzt ist, eben der Fall sein wird, voraussichtlich, dem Trailer nach zu urteilen. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hopp sagt zu Deleon. Erstens sehr cool, man sieht die beiden Brüder doch mal ein bisschen miteinander interagieren. Und er sagt zu ihr, keiner kennt Victor, also uns, so gut wie ich, überlasst es mir. Wie cool ist denn das? Mann! Spaß aus. Gut, aber das allererste, was mir aufgefallen ist. Lerne Peony kennen oder so. Dort begegnet ihr Peony, der euch zum Leiter seiner Expedition ernennt. Warum er ein dahergelaufenes 10-11-jähriges Kind einfach zum Leiter der Expedition machen muss, während er hier so böse guckt. Guck mal bitte seinen Blick. In charge. Ist mir echt schleierhaft. Okay, warte. Guck mal, wie der guckt. Hey, du bist jetzt Leiter meiner Expedition. Geh mal ganz tief in die dunklen Nester. Da wird nichts Schlimmes passieren. Gott. Wie Gloria einfach guckt. Sie findet sich mit dem Schicksal ab. So, okay, gut. Ich sterbe irgendwo tief in den Nestern der Pokémon. Okay, das ist jetzt sehr düster geworden. Okay. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist den Peony, den kennen wir ja von der offiziellen Pokémon-Schwert-Schild-Seite. Nein, nicht. Ja. Das ist natürlich interessant zu sehen, was das Update dazu beigetragen hat, an Änderungen und so. Aber da stand ja irgendwo. Wo war denn das? Okay, pass auf, ich such's vielleicht bei mir einfach raus. Okay, hey, wer ist denn dieser Nopi auf Twitter? Den kenne ich ja gar nicht. Dem folge ich mal am besten. Aber worauf ich hinaus wollte, ist irgendwo vergraben in den Tiefen meiner nervigen Posts. Ja, da ist es. Am 17. Juli, da hatten wir uns ja schon Informationen gegeben über die, also wir hatten Insel der Rüstung, ja, hier, bla bla, mit Sephora und Saverio. Und Peony wurde uns vorgestellt.
der nett guckende Mann hier aus dem Schneelande der Chroniken update. Und dazu haben sie geschrieben, also sie stellen uns drei Leute vor. Sophora, Saverio und Peony. Und sagen, zusätzlich zu diesen beiden Charakteren, eins, zwei, zwei, ne? Ja, egal, das war nur so am Rande, fand ich, hoffe ich. Wollte ich jetzt aber wissen, ob die das entsprechend angepasst haben. Aber wahrscheinlich, ne? Ja, haben sie generell ziemlich anders aufgebaut mittlerweile. Na gut. Genau, was mich noch ein bisschen genervt hat, ist, wir haben ein bisschen wenig über Coronospa. Der beste Name für ein Pokémon im Jahr 2020. Coronospa. Ja gut. Also, warum der Name ist, okay, klar, bla, ist jetzt auch wurscht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich hatte ein bisschen gehofft, wir kriegen ein bisschen mehr zu sehen von ihm. Wir kriegen ein bisschen Info darüber. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen auf Sarut gehofft, wobei mir da ein bisschen klarer war, dass wir über das nichts hören, weil das ja tatsächlich gekoppelt ist an den Film. Wäre cool gewesen. Aber hey, immerhin gibt's ein großes Feuer, Fritz. Aber das bringt uns zu den legendären Pokémon. Ich bin ja hin und weg darüber, dass die alle zurückkommen. Das habe ich... Shoot, dieses Musikvideo nahm ja ein Drittel dieses ganzen Videos ein. Und dann noch die Credits am Ende, schön, wie sie gekämpft haben, auf diese 10 Minuten zu kommen. Die magischen 10 YouTube-Minuten. Okay. Sorry, das muss ich jetzt gerade erstmal... Es ist schon ein bisschen Latsch, aber was soll's. Ich finde es sehr gut, dass alle legendären Pokémon zurückkommen. Und ich weiß, vielen geht es nicht so. Viele finden das kacke, weil verlieren die an Bedeutung und so weiter und so fort. Aber ich war sehr dankbar, als die in Alpha Rubin und Omega Rubin und Alpha Saphir schon zurückgekehrt sind. Und das war das erste Mal, dass ich die Chance hatte, zum Beispiel das Regi-Trio zu kriegen. Quartett. Armee. Und ich weiß, ich bin bei weitem nicht der Einzige. Überleg mal die ganzen Leute, die anfangen, Pokémon zu spielen, wie sollen sie da acht Generationen legendäre Pokémon aufholen? Von daher bin ich echt dankbar, im Namen aller und im Namen meiner, dass die legendären alle fangbar sind. Es wird wahrscheinlich eben wieder nicht allzu leicht, sie alle zu kriegen. Das ist ja aber auch gut. Aber es ist halt schön, dass es machbar ist. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man quasi ein Melmetal einfach hinterhergeschmissen kriegt. Ich habe das Gefühl, die Pokémon Company weiß sowieso schon nicht, was sie mit Meltan und Melmetal anfangen sollen und warum sie die überhaupt reingebracht haben. Aber ist halt ein bisschen... Ja, es hat einfach keine Bedeutung. Also im Anime war es einfach random. Es gab... meines Wissens nach kein Film mit Meltan. Nee, gab's nicht. Es war halt einfach nur da, so zum Kriegen und Sammeln. So einfach nur hier, guck mal, wir brauchen noch ein cooles Gimmick und ihr kriegt hier Wunderboxen und da sind Meltans drin. Und die sind ja jetzt wieder da. Also wir kriegen ja die nochmal eine weitere Chance. Eine weitere Chance, Meltans zu sammeln in Pokémon Go. Ja, und zwar, wenn ihr ein Pokémon aus Pokémon Go auf Pokémon Home übertragt. Also ganz ähnlich, wie es bei Let's Go schon der Fall gewesen ist, wo wir die Meltans ursprünglich hergekriegt haben. Also ein weiterer Kanal, über den man die Meltans kriegen kann. Und guck mal, es ist jetzt sehr viel leichter, diese Meltans auch zu kriegen, weil zuvor musstest du die Pokémon direkt in Schwert und Schild packen. Let's Go packen und in und dann bekamst du Boxen dafür in Go. Dann musst du die in Let's Go dann auch nochmal extra die Pokémon fangen, die du sowieso schon gefangen und übertragen hast. Das ist jetzt alles sehr viel einfacher mit Pokémon Home. Und
als wäre das nicht genug, weißt du, es ist schon so easy, diese Meltan-Sets zu kriegen, dann kriegt man noch Melmetal hinterher geschmissen. Das besondere Melmetal wird als Geheimgeschenk an die Mobilgerät-Version von Pokémon Home geschickt. Also einfach Handy auf, Geheimgeschenk. Handy auf, wie ich sagte, Handy auf, Mobilversion von Pokémon Home und dann kriegt man dieses Melmetal. Und das ist dann halt dann doch ein bisschen krass leicht. Aber wenigstens hat das dann eine tolle Giga-Dynamax-Form. Na gut. Dann hatte ich aber noch eine Frage, und zwar zu den Pokémon-Nestern, die man erkunden kann. Die Frage ist, was ist erkunden? Dass man sich ein Team zusammenstellen kann, ne, mit anderen Spielern und sowas, ist halt sehr cool. Aber guck mal, das hier, was ist denn das? Wir sehen hier unten unseren Victor, oder ist es Gloria? Ist egal, jedenfalls unseren Protagonisten, und können Wege wählen. Und dort erwarten uns dann Pokémon. Hier zum Beispiel ein Gesteinstyp Pokémon, ein Mogelbaum. Und hier versteckt sich irgendeine Fee, aber ich erkenne nicht, was da ist. Ja. Können wir da jetzt selber gehen oder müssen wir sagen links, rechts oder was auch immer? Weil wir sehen nur diesen Standbildschirm. Und das scheint fast einfach nur ein Menü zu sein, wo man auswählt links oder rechts oder geradeaus zurück. Und dann macht man da Pokémon-Kämpfe in den Nestern. Wäre halt schon ein kleines bisschen lame. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Kunden zählen. Aber es ist halt schon cool, dass man zumindest dann mal sieht, wie es ein bisschen in den Nestern aussieht. Ne? Und das bedeutet natürlich auch mehr Dynamax-Pokémon. Wie gesagt, finde ich sehr cool, dass die Arena-Leiter hier noch ein bisschen mehr Fleisch bekommen. Zum Beispiel, ich habe keine Ahnung mehr zum Beispiel über die Pokémon Arena-Leiter der, keine Ahnung, dritten bis fünften Generation. In der fünften, glaube ich, war das. Erinnere ich mich. War das schon sechs? Ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch an Benny und seine zwei Brüder. Siehst du, da geht's los. Und ich bin da halt dankbar für alles, was kommt, was Pokémon Arena-Leitern noch mehr Bedeutung gibt. Das finde ich gut. An Ness zum Beispiel kann man sich ganz gut erinnern eigentlich, weil der halt wirklich aus dem Raster der ganzen Arena-Leiter in Galar bricht. Aber ja, gebt mir mehr Arena-Leiter, an die ich mich erinnern kann. Was ich noch mega cool fand, war hier die Pikachu-Sammlung. Zu Anfang, weißt du, als er gesagt hat hier, oh, ihr kriegt extra Pikachus, ganz besondere Pikachus. Ich dachte mir so, oh nein, wieder Pokémon Go Mützen Pikachus. Und ganz so entfernt war es ja nicht von der Wahrheit. Aber das Schöne ist, nicht nur auf Pokémon Go. Weil ich finde diese Sonder-Pokémon, diese Special-Event-Pokémon in Pokémon Go immer sehr interessant. Aber die jucken mich nicht so sehr. Weil so gerne ich Pokémon Go spiele, spiele ich es nicht viel. Schade, aber ist egal, trotzdem. Wir haben was hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Pikachu. Mit jeweils der Generationsmütze von Ash auf dem Kopf. Und damit dürften wir wahrscheinlich auch schon. Wahrscheinlich gibt es da keine große Überraschung. Kein Überraschungs-Pikachu mit Shigi-Sonnenbrille oder so. Keine Ahnung. Anyway. Das ist doch mal nett. Was ist denn eigentlich die beste Mütze hier von denen? Also ich finde ja die hier. Ganz klar. Eindeutig. Aber naja, sei es wie es sei. Anyway, dass wir endlich Pokémon Go Pokémon auf Home übertragen können, finde ich sehr cool. Mich nervt nur, dass es jetzt nicht mit Schneelande losgeht. Also das wirkt schon wieder irgendwie so wie so ein Zwang, dass man Pokémon Schneelande-Erweiterung möglichst lange hinauszuzögern, weil man ja nicht einfach seine Pokémon aus Go übertragen kann, noch nicht. Also, sondern erst irgendwann. Ich glaube, da war nicht mal ein Datum, ne? Ich glaube, es war irgendwie Ende des Jahres oder so. Was mich richtig nervt, weil bis dahin sind wieder 2 Monate um und das DLC hat bis dahin massiv an Bedeutung verloren und das wirkt halt auf mich so, als würden sie dann
als würden sie uns zwingen wollen, die Pokémon ausschließlich in Schneelanden der Chroniken zu fangen und nicht von Go zu übertragen. Also so künstliche Hinauszögerung, künstliche Verlängerung der Spielzeit, was mich ja immer richtig nervt. Ich habe die Pokémon schon, oder einen Teil von den Pokémon, auf Go. Brauche ich jetzt nur noch ein Home. Bitte. Jetzt. Dankeschön. Cool wär's. Aber was soll's. Es gibt wahrscheinlich viele Sammler, die wird das mehr nerven als mich. Aber die Tatsache, dass es halt so, also diese künstliche Herauszögerung, die nervt mich ehrlich gesagt mehr als die Tatsache, dass da vielleicht irgendetwas rausgelockt wird oder so. Also es bedeutet immer irgendwie ein Stück weit, dass ein Spiel wenig Inhalt hat, wenn man das künstlich verlängern muss. Meh. Den Abschluss, den fand ich super seltsam. Ich finde, das ist echt ein nettes Video, ist cool. Klingt schön, sieht toll aus, so, aber was hat das hier zu suchen? Was soll das? Guck mal, eigentlich geht das Video 7 Minuten 40 Sekunden. Es wirkt auf mich gerade irgendwie so, als wäre das dann eben dazu da, um künstlich das Video zu verlängern, damit wir diese schöne 10 Minuten und 56 Sekunden kriegen. Money makes the world go round. Also schön möglichst langes Video machen. Also wenn man noch irgendwie irgendwas hat, womit man das verlängern kann, dann ist das toll. Ja, meine Güte. Gut, dieses Video hier, ja. Diese Szene. Ich fand die so eklig, als ich die gesehen habe gerade. Weil guck, wie eklig hat dieser Schmatzer aussieht, die sie in dem Evoli gibt. Ganz abgesehen davon, dass die Augen. Was sind das für Augen von dem Evoli? Was ist hier los? Und jetzt guck mal bitte, wie eklig das aussieht. Das sind so keine. Warte. Gut. Darüber wollen wir gar nicht reden. Hier, mit dieser Pikachu-Hintern auf dem Gesicht. Meine Güte. Aber. Ich mach mal halbe Geschwindigkeit. Warte. Aber hier ist ja noch süß, abgesehen davon, dass das Evoli ekelhaft große Augen hat. Aber jetzt. Warte. Jetzt hier, warte. Diese Speicheltropfen, wie eklig ist das denn? Okay, gut, alles klar jetzt. Habe ich das Gefühl, verlängere ich das Video schon künstlich, weil ich mich ewig über diesen Evoli-Kurs aufrege. Wie eklig der ist einfach! Okay. Gut. Ich glaube, damit hätten wir soweit alles besprochen. Ich freue mich ehrlich gesagt über das, was wir zu sehen bekommen haben. Ich freue mich noch mehr auf den. Was war das? Irgendwann Oktober? Ende Oktober, ne? Jo, auf den 23. Oktober und irgendwie. Weil ich habe mich gestern noch mit Dominik vom Miauskanal-Podcast unterhalten und wir haben ein bisschen gerätselt, ob dann vielleicht, wie ähnlich wie beim Rüstungsinsel-DLC. Jetzt diese Premiere kommt und dann danach der Content gedroppt wird. Ja. Aber nee, ist nicht so. Überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht, weil es weiter später ins Jahr, also aus vielen Gründen, aber einer der Gründe ist, wenn wir es später ins Jahr verschieben, also später ins Jahr setzen, was wir ja gemacht haben, dann liegt es ein bisschen näher an der schneebedeckten Winterzeit. Aber wahrscheinlich kriegt das keinen großen Marketingwert bei jetzt. Von daher ist ja auch alles egal, was ich hier gerade sage. Was aber haltet ihr von dem Inhalt dieses Videos, das wir gesehen haben? Das Pokémon Company heute gedroppt hat. Ihr findet in der Beschreibung nochmal den Link zu dem kompletten Video davon. Denn das empfehle ich euch anzusehen. Gut, ansonsten bla bla bla, Worte, ich habe Hunger, wie soll ich sagen? Bis dahin!